Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist top. Gesichert. Top, top, top. 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ausgezeichnet. Na, immerhin 8 von 13 Zivilisten. Aber manche davon kannst du nicht retten. Die sind einfach genau bei den Aliens. Du kommst ja gar nicht hin. Oh Mann. Daniel Williams. Aber es lief doch ganz gut. Also ich hatte mehr Bedenken. Besonders als die eine dann übernommen worden ist. Und du dann einfach da standst und sagst, ah toll, jetzt habe ich noch weniger Leute, als ich eh schon hatte. Das war etwas strange, aber sonst. Jetzt haben wir so eine komische Leiche von so einem Wandler dabei. Schwer verwundet. Ja, Leute, es tut mir leid. Was ist das denn? Sprengschutz. Deine Rüstung verfügt über zusätzliche Polsterschichten und Sprengpanzerung, die einen zusätzlichen Rüstungspunkt und um 16% reduzierten Schaden. Oh, I like that. Was haben wir hier? Mediprotokoll. Ja, ich finde das Mediprotokoll echt nicht schlecht. Ohne Spaß. Advent der Leichen. Leichen. Hallo, Commander. Hallo. 5 Tage, 4 Tage. Mal gucken, was auf unserer Map hier abgeht. Ja, nicht jetzt. Wir gucken erstmal, was haben wir denn hier eigentlich noch so? 7, 5, 6. Und Taktikgebäude. Wenn wir ein bisschen Zeug kriegen. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Danke. Commander, uns liegen Informationen vor, dass die Aliens an verschiedenen Entwicklungen arbeiten, die unsere Möglichkeit zum Stoppen des Avatar-Projekts gefährden. Wir können eine dieser Bemühungen mit Guerilla-Einsätzen stören, aber wir müssen mit Bedacht wählen. Uns fehlen die Mittel, um überall einzugreifen. Okay, was haben wir? Wachsamkeit oder Schnelleinsätze? Ihnen zu wissen, Ihre Routinen zur Bekämpfung und Drohnen garantieren so einen Monat lang Verstärkung bei einem Guerilla-Alter. Das musst du, wenn dann, wegmachen. Commander, der Widerstand hat ein geheimes Ressourcenlager vor Advent versteckt. Leider so gut, dass wir über das Gebiet fliegen und es vollständig scannen müssen, wenn wir das Zeug für uns bergen wollen. Wir wollen das Zeug für uns bergen. Super gut. Das war in meinem Nacken drin, das musst du dir mal vorstellen. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch Geister, wenn man will. Sehen Sie, taktische Kampfsimulationen, Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Das glaube ich, klar. Logisch. Neues Ziel hinzugefügt. Und ich suche einen Advent-Offizier, ne? Okay. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel.
So, fortschrittliches Kriegszentrum. Sobald die FKZ errichtet wurde, können Soldaten bei jeder Beförderung eine Bonusfähigkeit außerhalb ihrer aktuellen Klasse erhalten. Außerdem kann ein Ingenieur im FKZ eingesetzt werden, um die Genesungszeit unserer Soldaten nach einer Verletzung zu reduzieren. Aha. Ja, erforsch mal die viel schon. Obwohl ich selbst nie einen von ihnen zu Gesicht bekam, attestieren unzählige Augenzeugen die Existenz der kleineren, weniger furchtbaren Variante der Sektoiden, die während der ursprünglichen Invasion zum Einsatz kam. Seitdem ist dieses neue Wesen, das eindeutig durch Genmanipulation geschaffen wurde, unseren Soldaten ein vertrauter Anblick auf dem Schlachtfeld. Oh. Hör auf. Okay. Warte mal. Kommando? Nein. Ich muss zugeben, dass ich nach der erfolgreichen OP zur Entfernung des Implantats des Commanders nur zu gerne ein weiteres Exemplar zu Vergleichszwecken untersuchen würde. Ja, ja, mach mal jetzt so einen Stress, Freund. Da ein in Frage kommender Offizier vor seiner Ankunft hier sicher schon lange tot wäre, muss ich dieses Mal wohl auf eine schnellere und invasivere Methode zur Chip-Entfernung zurückgreifen. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Okay, wie sieht's aus? Ich frage mich, ob das früher auch so war. Immer in Bereitschaft für den nächsten Kampf zu sein. Man bleibt auf jeden Fall wachsam. Wir machen gute Fortschritte, Commander. Das ist schön. Wir haben an dieser Position alle Ressourcen eingesammelt. Der Widerstand sollte uns in ein paar Wochen weitere Vorräte liefern können. Sehr schön. Commander, zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Zeig ich mal her. Setze Kurs auf den westamerikanischen Bezirk. Willkommen, Commander. Was ist das denn? Okay, wir haben hier Skermus-mäßige Unterstützung. Schnellbau. Ist ein Ingenieur und ein Wissenschaftler rekrutieren. Nehmen wir mit. Den anderen können wir nicht mitnehmen, weil es kostet zu viel. Wenn der Avenger hier positioniert, stellt der Widerstandsack zwischenmäßig. Ja, bitte. Okay, haben wir erstmal das. Hier bitte. Vielen Dank für die neuen Laboreinrichtungen, Commander. Gerne, Darling, gerne. Coole Kacke. Wirklich jetzt. Okay, was kann man hier offen wissenschaftlicher benötigt? Können wir hinstellen, bitteschön. Von Angelo liefert zusätzliches Fachwissen, wodurch die Forschung beschleunigt wird. Dann. Ja. Reicht das schon eigentlich? Okay, cool. Das ist gut. Können wir dann hier das schon machen? Oder ist das immer noch... Ist noch beschäftigt? Okay, Entschuldigung. Ich wollte ja nur mal fragen, ob vielleicht mal irgendwas abgeht oder so. Gucken wir mal auf unsere schlaue Map. Dienst an der Menschheit. Ach du Kacke, hier gibt's Sache. Kontakt herstellen mit Ostafrika oder Kontakt herstellen mit... Was ist denn das? Weiß ich nicht. Avenger berechnet neuen Kurs. 21:09 Uhr. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Die rasante körperliche Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Der Gedankenschild ist ein mächtiges psychisches Artefakt, das Soldaten völlige Immunität gegen jegliche negative mentale Effekte einschließlich Panik, Gedankenkontrolle, Betäubung und Desorientierung gewährt. Das ist geil. Guck dir mal den Gesichtslosen an. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten. Oh. Die Soldaten als Gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen.
Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Okay, cool. Dann forsch mal an diesen lustigen Leichnam rum. Während ich hier andere Sachen mache. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Okay. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Aliens sich solch ein Wesen ausdenken. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen? Oder sind sie lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gentechnologie? Imitationsgerät. Das Imitationsgerät erzeugt eine holographische Attrappe, die feindliche Angriffe für eine Runde auf sich lenkt. Es wird wie eine Granate eingesetzt und einfach zu der Stelle geworfen, an der die Attrappe erscheinen soll. Das finde ich cool. In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Das ist doch schön. Forschung ändern brauchen wir nicht. Ja, dann lassen wir mal da rumforschen, während wir uns hier darum kümmern, ein paar Sachen zu kriegen. Wir haben ein neues Ziel für unsere Guerilla-Einsätze gegen Advent. Okay, was haben wir? Die garantierte Verstärkung bei allen Guerilla-Einkriegen. Ah. Ah. Na gut. Letzte 3. Die westliche USA. Schrotflinte. Ja, okay, cool. Let's go. Ja, doch. Kitty darf auf keinen Fall sterben. Sky Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Super, dann los. Shen hat seltsame Übertragungen in dieser Region bemerkt und wir konnten ein geheimes Kommunikationsrelais der Aliens finden, das Daten ans Advent-Netzwerk sendet. Wir dürfen keine Gelegenheit auslassen, ihre Fortschritte bei ihrer jüngsten Operation zu stören. Deshalb müssen wir das Relais zerstören. Schalten Sie alle Feinde aus, sichern Sie das Gebiet und zerstören Sie das Ziel. Okay. I try my very best. Da drüben. Menace 1-5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Schon unterwegs. Mich würde halt mal echt interessieren, was passiert denn, wenn er hier sitzt und dann theoretisch der Feuerschutz. Ne, Feuerschutz macht. La 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 la. Geh mal hier hin. Packen wir nämlich alle erstmal hier irgendwie hier unten hin und gucken mal, was die anderen so machen. Aber neutralisieren alle feindlichen Ziele. Wenn wir dann auch immer noch von denen irgendwelchen Support haben, ist das natürlich doch etwas anspruchsvoller. Ah ja. Na, solange die nicht mitkriegen, dass ich da bin, ist alles gut. Okay. Freund, ich brauche meinen guten Typen auf dem Dach oben. Kann der, zieht er den? Ja. Let's go. Komm. Mach mich stolz. Top. Hoch, was war denn das? Sie sehen uns. Zu
wirst, setzte Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zur Gruppenkontrolle und bei Protesten ein. Mittlerweile sehen wir allerdings nicht mehr allzu viele davon. Kann ich ihn überhaupt noch einsetzen, Neva? Okay. Schon dabei! So, mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das war zumindest erstmal in Deckung gehen, weil die wissen ja jetzt eh schon, dass wir da sind. Aber mein Scharfschütze bleibt erstmal oben rumhocken. Roger. Und dann sehen wir mal weiter. Also sie ist noch nicht entdeckt jetzt. Wenn ich das richtig verstehe. Na komm, bewegt euch mal ein bisschen, Freunde. Hör auf mit dem Scheiß. Das macht der immer. Musste gar nicht. Erst in der nächsten Runde. Von daher alles in Ordnung. Na Freund, das war aber ich daneben. So, ich bin dran, Freunde. Ich bin dran. Sterben! Sie sollen alle sterben! Ja, ja, quasi nett. Schnappen uns den Freund da. Und dann ist alles wieder gut. Dann und so. Abschuss bestätigt. Das sollte ich mir aus der Nähe ansehen. Gedankenkontrolle verloren, sehr gut. Kannst du jetzt auch mal einen Nahangriff machen? Ich will mal sehen, wie das aussieht. Das war gut. Klasse. Feind vernichtet. Top, top, top. Okay. Wechsle Position. Ja, du musst halt irgendwie hier ums Eck, damit ich den Scheiß mitnehmen kann. Was haben wir hier? Illyriumkerne. Okay. Kannst du? Ich hab was Neues. Ja, hast du. Bestätigt. Sprinte einfach mal nach vorne und guck mal, was da drin so abgeht. Augen auf das Ziel. Ja. Feindlicher Trupp geortet. Ja, schon gesehen. Okay. Wird erledigt. Schön die Birne runter. Er wurde schon entdeckt. Das ist ja garstig. Okay, macht aber gar nicht so super viel. Bin unterwegs. Zumindest jetzt gerade. So, mein Scharfschütze. Siehst du den? Du kannst ihn ein bisschen sehen, echt? Also wenn du triffst. Oh, super geil. I love you. Bedrohung ausgeschaltet. Ja, du musst in der nächsten Runde nur nachladen. Das ist etwas unpraktisch, aber hey. Sehr gut. Top. Sie haben mich. Das macht gar nichts. Ist gut. Okay, der ist auf. Das ist ein bisschen ärgerlich, macht aber erstmal nicht ganz so viel. Schieß mal auf das Ding. Dann machen wir das einfach kaputt. Dann hat sich das... Ah, der trifft mich bestimmt, wenn ich hier irgendwas mache. Ah, das ist nicht so gut. Machen wir mal Feuerschutz. Genau. Du lädst nach. Und bleibst dort oben. Nachgeladen. Hast du es schön gemacht. Dann machen wir erstmal Pistolenfeuerschutz. So, wie sieht's aus, Mädel? Kannst du den irgendwie treffen? Das Glas kriegst du irgendwie nicht kaputt, ne? Daneben. Schade. Nun gut, okay. Nicht gut. Kein Problem, alles gut. Der kann ja eh nicht so viel machen. Der muss sich bewegen. Oh nein. Bin schwer kritisch. Du Arsch. Ich werde flankiert. Du Arsch. Ehrlich. So. Manus 1.5, die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Oh, fuck. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. I'm trying very hard.
So, du machst erstmal Kremlin-Heilung. Geht das? Ja, okay. Damit, Kremlin, medizinische Protokolle. Damit die Kitty nicht hops geht. Sehr, sehr gut. So. Nee, das machen wir mal so, dass unser Bester hier den versucht wegzuholzen. Ich glaube, er trifft aber nicht. Oh, wow. Ich habe nichts gesagt. Er hat getroffen. Top. Ziel neutralisiert. Genau, und jetzt machen wir das. Verstärkung nähert sich. Das ist egal. Hauptsache, wir machen das Ding kaputt. Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Wo ist denn die Evakuierungszone? Ohne Spaß, wo ist denn die Evakuierungszone? Wo ist denn mein Typ oben? Ach, den kann ich gar nicht, oder was? Bin auf dem Weg. Wir gucken erstmal, dass wir hier irgendwie erstmal. Ich weiß noch gar nicht. Bin dabei. Mal gucken, wo die landen. Ach, einfach da. Toll. Das ist ja super. Ja, die Kitty steht so ein bisschen. Direkt erwischt, Freund. Direkt erwischt. Und so. Feind ausgeschaltet. Yep. Die dürfen nicht angreifen. Die dürfen nur rumquatschen. So, wie sieht's. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo hier diese lustige Evakuierungszone ist. Ist sie hier oben? Nee, irgendwie nicht, ne? Mach mich stolz, Babe. Ich danke dir. Bestätigter Abschuss. Was anderes habe ich auch gar nicht erwartet. Verstanden, bin unterwegs. Shotgun, Baby. Der ist erledigt. Top, top. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Sehr, sehr gut. I love that. Habt das schön gemacht. Ich bin wie immer stolz auf euch. Wie immer. Top. Gerade mein Scharfschütze. Ich liebe meinen Scharfschützen, ja, mit seiner verkorksten Brille, ey. Naja, er ist gut dabei. Aber die musste halt, Scharfschütze, also ich muss noch rausfinden, wie ich zwischen den Etagen hin und her schieben kann. Das läuft doch top. Ich kann mich nicht beschweren, es läuft echt gut. Hab traumhaft gemacht. Okay, Kitty. Verletzt. Weiter so, Commander. Kitty ist verletzt, macht gar nicht so viel. Phantom, bitte. Beförderung. Okay, heftiger Schuss. Gibt einen Schuss mit leicht verminderter Zielsicherheit ab, der aber deutlich mehr Schaden verursacht oder feuert eine Pistole auf ein Ziel. Diesen Arsenal kostet keine Aktion. Ich hätte eigentlich gerne den heftigen Schuss, bitte. Einfach aus Prinzip schon. Haben wieder allen möglichen Scheiß und Leichen und hast du nicht gesehen? Beeindruckend, Commander. Sie haben meine hohen Erwartungen bei weitem übertroffen. Ich danke. Und wir haben neues Personal erhalten. Das ist doch geil. Labor. Ah, hier steht er rum. Das finde ich ja cool.
Also ich find's cool, wenn du dann wirklich Orte hast, wo die Leute dann wirklich rumhocken. Was ist denn hier los? Die Bar. Gefallene Soldaten. Wir können, um unsere gefallenen Soldaten zu ehren, Commander. Oh. Das ist nicht viel, aber so können unsere Leute wenigstens ihren Respekt zollen. Alles gut. Das ist wirklich nett. Aber sind das nicht Leute von mir? Hier. Hier ist mein Scharfschütze oder so. Ich glaube, das ist der. Das finde ich ja cool. Was gibt's denn hier? Technikabteilung. Was kann ich für Sie tun, Commander? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie man ihre Sprache übersetzt. Leider trifft man hier nicht viele Linguisten. Neue Befehle, Commander? Nö, alles gut. Beschwer mich nicht. Schreitet wie geplant voran. Ich werde jetzt einfach mal speichern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tata.